Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem PC für Zocker Lunatic V19 für 2.999 Euro, runtergesetzt von 3.199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von der Gru in unserem Vorschläge-Channel und da schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ihr wisst, was ich sonst immer sage, was da immer reingekostet hat. Das könnt ihr euch jetzt auch schon denken bei den ganzen Farben. Wir haben hier eine Enermax-Wasserkühlung, die so nicht drin ist. Wir haben keine Vierfachbestückung beim RAM. Wir haben keinen Full-HD-Export. Ja, bei 3000 Euro ist kein Full-HD-Export dabei. Ja, das Bild ist eine Katastrophe. Es stimmt auf jeden Fall nicht. Bis auf das Gehäuse, das stimmt. Starten wir auch direkt mit dem Case. Das ist das Kolink Citadel Mesh ATX iRGB-Gehäuse. Das bringt schon drei RGB-Lüfter in der Front mit und einen im Heck. Das heißt, der Airflow ist soweit gegeben. Ist auch ein ziemlich großes Case, hat eine Mesh-Front, eine Glasscheibe. Da kann ich jetzt nicht großartig meckern. Wie das mit dem Kabelmanagement ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hatte das Case noch nicht hier. Aber ich denke, in dem Preisbereich ist das noch in Ordnung. Und das kostet 129,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i9-11900K. Das Problem ist, im Titel steht 11900KF. Der KF hat keine integrierte Grafikeinheit, der K hat eine. Jetzt wisst ihr nicht, was ihr genau bekommt. Ich nehme jetzt einfach den KF, das ist eh nicht der große preisliche Unterschied. Übertaktbar sind die beide. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Das Ding ist, das ist kein schlechter Prozessor, er ist aber halt 2 Jahre alt. Vor 2 Jahren war das ein Top-Teil, jetzt mittlerweile sind wir schon beim 13900er. Und ja, das ist hier ein bisschen Resteverwertung, das bei 3000 Euro. Trotzdem könnt ihr mit dem Prozessor natürlich zocken, ihr könnt damit streamen und so weiter, aber er ist halt älter. Und der kostet 265,06 € bei Mindfactory. Die CPU-Kühlung ist eine Asus ROG Strix LC360 RGB. Ja, wir haben hier eine 360er Wasserkühlung, aber eben nicht die auf dem Bild, die Enermax. Die ROG Strix ist natürlich teurer, sieht in meinen Augen auch besser aus. Ist auch schön, dass sie dabei ist bei dem 11900KF, das passt dann schon soweit. Die hat auch eine Herstellergarantie von 5 Jahren, also sollte innerhalb dieser 5 Jahre irgendwas passieren, könnt ihr auf jeden Fall reklamieren, zumindest bei Asus. Ob das dann bei Hightech noch geht, wage ich zu bezweifeln, weil die geben, glaube ich, nur 2 Jahre Gesamtgarantie auf System. Und die kostet 198,95 € bei DTech AT, also in Österreich, beziehungsweise 212,40 € bei Galaxus in Deutschland. Kommen wir zum Mainboard. Wir haben hier ein MSI B560M Pro E. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Guckt euch mal dieses räudige Schmutzboard an. Das hat nicht mal mehr gekühlte Spannungswandler. In einem 3000-Euro-System, ein Micro-ATX in einem Full-ATX-Case, das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Das Board ist einfach kacke. Also erstmal ist der 11900KF hier völlig fehl am Platz, weil mit dem Board könnt ihr sowieso nicht großartig übertakten. Selbst wenn ihr es könntet, fliegen euch die Spannungswandler um die Ohren. Das Teil hat auch nur zwei RAM-Bänke, hat einen Grafikkartenanschluss, hier kann noch eine SSD verbaut werden und hier unten habt ihr noch einen Erweiterungsslot, der wahrscheinlich sowieso von der Grafikkarte überdeckt wird. Das heißt, erweitern ist da nicht mehr. Und guckt euch mal die Anschlüsse an. Hier ist noch ein VGA-Anschluss drauf. VGA. Wir sind bei DVI, DisplayPort, HDMI, wie sie alle heißen. Nein, hier ist noch ein VGA-Anschluss drauf. Könnt ihr aber nicht benutzen, ist ja ein KF-Prozessor. Es sei denn, der K stimmt, dann könnt ihr den theoretisch benutzen. Ansonsten haben wir noch Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0. PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen und Onboard HDMI könnt ihr theoretisch auch nicht benutzen, je nachdem welcher Prozessor es wird, aber zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Und ich finde das auch geil, wie das hier einfach angeteasert wird auf dem Bild, als wäre das das topgeilste Board ever. Nein, einfach nein. Das ist so richtig schön Resteverwertung und ich denke, die Leute in den Kommentaren, weil ihr schreibt ja öfters mal Kommentare dazu, werden mir auch zustimmen, was das angeht. Mal ganz davon ab, dass wir hier noch im Bereich DDR4 sind, ja? Und das kostet 68,94 € bei Mindfactory. Aber es wird noch besser, das verspreche ich euch. Wir haben hier als Speicher Team Group Elite DIMM 32 GB DDR4 3200. Jetzt denkt man, okay, sie haben sich halt an die Angaben von Intel gehalten. Nee, das ist ein CL22 RAM. Also erstmal ist der RAM optisch natürlich nicht mit den Bildern zu vergleichen. Der hat keine RGB-Beleuchtung, der hat nicht mal mehr irgendwie eine Folierung. Das ist einfach nur blanker, schwarzer RAM.
Wie gesagt, 3200 MTS ist die Angabe von Intel, CL22 ist nicht die Angabe von Intel. Gut, da machen sie keine Angaben, aber CL16 wäre da auf jeden Fall angebracht gewesen. Das ist auch Resteverwertung, sogar im DDR4-Bereich. Ihr seht jetzt hier einmal 16 GB, ich habe den natürlich zweimal in den Warenkorb gepackt, dass wir auf die 32 GB kommen. 32 GB ist übrigens in Ordnung. Und der kostet 26,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine KFA2 GeForce RTX 4080 ST. Wir haben hier also einen 2 Jahre alten Prozessor, DDR4-RAM, ein Billigboard und eine fette 4080. Das haben wir schon häufiger gesehen, dass um die teuren Grafikkarten billig drumrum gebaut wird. Aber in der Alternative, die ich euch gleich zeige, nicht. Aber kurz zu der Grafikkarte an sich, die 4080 in WQHD und 4K natürlich eine Top-Grafikkarte. Und danach kommt nur noch die 4090. Gleichzusetzen wäre die vielleicht noch mit der 7900 XTX von AMD, ist auch das Top-Modell. Die ist schon in Ordnung. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1099 € bei notebooksbilliger.de. Das Netzteil ist ein FSP Hydro G Pro 1000W RTX 2.52. Also erstmal 1000W in dem System. Ja, ist nett, dass es drin ist. Bei 3000 € erwartet man das vielleicht auch. Normalerweise kommt man bei den meisten Systemen mit 850W aus. Wir haben hier aber noch den RTX 2.52 Standard. Das bedeutet für euch, dass ihr noch den alten Stecker habt für die Grafikkartenanschlüsse. Das heißt, die werden die 4080 definitiv über diese Adapterkabel anschließen. Und das sieht dann auch grottig aus im Gehäuse. Schöner wäre ein RTX 3.0 Netzteil gewesen wegen dem Kabel, aber gut, ansonsten haben wir hier 10 Jahre Garantie, 80 plus Gold und Vollmodular, das passt dann soweit schon. Und das kostet 129,99 € bei eBay über Garvit. Die SSD ist eine Samsung SSD PM9A1 1TB M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde. Also sauschnelle SSD, habe ich selber auch im System, aber 1TB ist halt einfach zu wenig bei dem Preispunkt. Aber das müsst ihr selber entscheiden, wie viel Speicher ihr haben wollt. Ich persönlich sage mir bei 3000 € mindestens 2TB, wenn nicht sogar 3. Und die kostet 64,49 € bei Mindfactory. Weitere Laufwerke haben wir nicht mit dabei, auch kein DVD-Brenner oder ähnliches. Sound ist der Soundchip auf dem Mainboard, Software Windows 10 Professional 64-Bit. Natürlich bräuchtet ihr jetzt bei einem 11900 KF kein Windows 11, hier haben sie jetzt Windows 10 auch mit reingeworfen, könnt ihr aber kostenfrei upgraden, das passt dann auch soweit schon. Und das kostet 18,20 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2027,48 €, das System soll kosten. 2999 €, wie immer runtergesetzt von 3199 €. Das heißt, ihr bezahlt knapp 1000 € fürs Zusammenbauen und garantieren diesen Scheiß. Ja, also die haben ja hier 24 Monate Gewährleistung. Ja. Aber das System ist so räudig konfiguriert mit einem 2 Jahre alten Prozessor. Das Mainboard ist das letzte vom Sperrmüll irgendwo abgegrabbelt. Der RAM ist auch nicht der beste. Ihr habt nur 1TB Speicher. Es ist so ein räudiges System. Und ich weiß auch, dass der Gro kein unwissender Community-Benutzer oder so ist. Der ist öfters mal aktiv im Chat. Der war, glaube ich, auch mal bei mir im Livestream. Also der ist nicht doof. Der hat das Ding hier reingeschickt, damit ich euch warnen kann. Letztes Mal wurde sich dann auch beschwert, warum ich denn keine Alternative gezeigt habe. Gut, dann mache ich das jetzt. Kein Problem. Bei 3000 € haben wir viel Auswahl. Ich habe jetzt auf die Schnelle den Hardware Deals 3000er genommen von Dubaro. Wir haben hier als Prozessor den 13700KF, der sticht den 11900KF ganz locker aus, allein wegen der Architektur. Die End-of-Line-Navis ist auch eine 360er Wasserkühlung mit RGB-Beleuchtung, ist jetzt nicht so schön wie die Asus, macht aber auch den gleichen Job. Wir haben hier ein Gigabyte Z97 UDAX Mainboard, das bringt schon DDR5 mit, WLAN, Bluetooth, es ist Full ATX, den neuesten Chipsatz, also Z790 ist noch aktuell. Wir haben eine 4090. Keine 4080. Auch hier wissen wir nicht, welcher Hersteller es ist. Gut, bei Hightech, da wussten wir es, aber hier halt in dem Fall nicht. Ist aber wurscht, die hat sowieso mehr Leistung. Wir haben 32 GB DDR5 RAM mit 6000 MTS. Kingston Fury Beast. Keine RGB-Beleuchtung drauf, aber auch aktuellster Standard, 6000 MTS. Völlig angemessen für den Prozessor. Auch hier hat er sich diese Krux erlaubt mit 1TB. Finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, müsst ihr auch selber wissen, wie viel Speicher ihr braucht. Ich persönlich wäre auf 2TB gegangen, Minimum, wisst ihr ja. Wir haben auch ein 1000W Netzteil. Gut, bei einer 4090 und einem 13700KF kann man das machen aus Sicherheitsgründen, allein schon wegen den Lastspitzen. Das hat auch Platinum-Standard. Und als Gehäuse haben das Enderfoil ARC 700A RGB. Hatte ich hier schon im Test. Top-Gehäuse. Ein Betriebssystem ist hier leider nicht mit dabei. Könnt ihr bei Dubaro mit reinkonfigurieren. Das System ist sowieso 100 € günstiger als das von Hightech und aktueller. Ihr könnt es auch einfach selber installieren. Dann haben wir hierzu natürlich auch die Liste gemacht. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse, Wasserkühlung und Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2773,04 €. Und das Teil kostet 2,9 knapp, also 115 € fürs Zusammenbauen und nicht 1000 € über Hightech, beziehungsweise knapp 1000 €, wir wollen ja korrekt bleiben. Das hier ist ein faires Angebot.
Da habt ihr halt die aktuellste Generation, was den Prozessor angeht und auch von der Grafikkarte her. Ihr habt DDR5, ein gescheites Board. Und das hier ist einfach nur noch Resteverwertung. Und dann spielen die halt mit solchen Bildern, wo alles reinleuchtet und jeder denkt, geil, sowas will ich mir hinstellen. Das Board ist, man sieht es ja hier, Full ATX und so weiter. Sie wissen ja scheinbar, wie es geht. Aber sie wollen euch das nicht so verkaufen. Sie verkaufen euch das auf den Bildern so, aber ihr kriegt einfach nur den letzten Scheißdreck. Und ich weiß auch, dass viele meine Videos über Hightech kennen. Hightech selber hat auch schon im Livestream über mich gesprochen. Grüße gehen raus. Das war nicht gerade positiv, was sie gesagt haben. Geht mir aber am Arsch vorbei. Lasst die Finger von diesem Laden. Wirklich. Also ich persönlich würde da nicht kaufen. Ihr könnt mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Ja? Aber ich persönlich würde da niemals ein System kaufen. Die hatten nicht mal mehr irgendwie mal ein Sonderangebot, wo ich sage, ach ja, kann man machen. Es gibt ja Systemintegratoren wie Memory PC oder Systemtreff oder Megaport. Die haben ab und zu gute Angebote. Der Laden hier nicht. Diese Streichpreise können wir sowieso vergessen. Das haben sie bei jedem PC. Kreativeck hat darüber auch schon ein Video gemacht. Lasst die Finger davon. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.